Hier in diesem Haus in Hamm an der Sieg, heute ein Hotel, wird einer der größten deutschen Sozialreformer geboren. Man schreibt den 30. März 1818. Friedrich Wilhelm Raiffeisen erblickt das Licht der Welt. Raiffeisen wird in eine für die damalige Zeit angesehene Familie hineingeboren. Seine Vorfahren stellen seit 75 Jahren die Bürgermeister von Hamm. Auch sein Vater ist, als Raiffeisen geboren wurde, Bürgermeister dieses Ortes. Sein Patenonkel ist Pfarrer an der reformatorischen Kirche in Hamm. Raiffeisen wächst mit 8 Geschwistern auf. Es wird für ihn nicht immer ganz einfach gewesen sein, mit 6 Brüdern und 2 Schwestern auszukommen. Die Eltern jedoch bevorzugen keines ihrer Kinder, und so wächst Raiffeisen in einem Klima des Teilens und Gebens und des Füreinander-Daseins auf. Während Raiffeisen zwar in Armut, aber behütet aufwächst, leiden anderswo die Menschen Not. Im fernen Indonesien bricht der Vulkan Tambora aus. Seine Vulkanasche gelangt mit dem Wind bis nach Europa und sorgt im darauffolgenden Jahr für ein Jahr ohne Sommer. Verheerende Ernteausfälle sind das Ergebnis. Regen und Kälte setzen im gerade beginnenden Wachstum der Feldfrüchte so zu, dass sie anfangen zu verfaulen. Die einfachen Menschen hungern. In Hamm entschließt sich Pfarrer Seipel, die in die Kirchenwand eingemauerte Notkasse der Gemeinde aufzubrechen, um Lebensmittel für die Ärmsten zu kaufen. Später wird er dem kleinen Friedrich Wilhelm von der Not der Dorfbewohner erzählen und seine Nothilfe dabei erwähnen. Ein einschneidendes Erlebnis, das bis zu seinem Tod in ihm nachwirkte. Die Stadt Altenkirchen, 961 Einwohner, bereitet sich auf eine Hungersnot vor. Alle Vorräte an Getreide müssen erfasst werden, um den Lebensmittelnotstand zu bewältigen. 10 Jahre später rafft eine Tierseuche fast den gesamten Viehbestand der Region dahin. 2 Jahre später kommt es darauf zu einer weiteren Hungersnot. Es ist jedoch nicht die einzige Herausforderung, die sich der Landbevölkerung entgegenstellt. Während der Napoleonischen Kriege und der Zeit nach dem Wiener Kongress haben sich die alten Handelswege grundlegend geändert. Die ehemals große Handelsstraße, die Köln mit Leipzig verband, und deren Ableger bis nach Holland und Süddeutschland reichten, führte über die Höhen des Westerwaldes. Frachtwagen, Postkutschen, schnelle Kaleschen, Reiter hoch zu Ross, ja selbst Fußgänger bevölkerten diese Straße. Die Eisenbahn gab es noch nicht in Deutschland, in den Tälern gab es keine Straßen und von einer Beförderung mit Schiffen konnte keine Rede sein. Aber mit der Erfindung der Dampfmaschine änderte sich dieses Bild grundsätzlich. Zog vorher die große Welt über den Westerwald und brachte bescheidenen Wohlstand und ein wenig kulturelle Vielfalt in die Wohnstuben, so verlagerten sich die Transportwege allmählich in die Täler und auf den Rhein. Der Westerwald begann zu verhöhnen. Gleichzeitig begann das Ende einer Reformbewegung, die das Ziel hatte, den Menschen ein Leben in Freiheit, sowohl im politischen als auch im gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Die Karlsbader Beschlüsse von 1819 sahen jedoch nicht weniger vor als die Unterdrückung der Bevölkerung, um diese zur Aufgabe der um sich greifenden demokratischen Tendenzen zu bewegen. Gerade im Herzogtum Hessen, zu dem auch der Westerwald zählte,
wurden die Beschlüsse zu Kontroll- und Unterdrückungsmaßnahmen besonders rigoros umgesetzt. In diesen Umbrüchen und Wirrnissen bricht auch die Familie Raiffeisen fast auseinander. Der Landrat drängt die Hammer Bürger dazu, ihren Bürgermeister, Raiffeisens Vater, abzusetzen. Da die Gemeindekasse dermaßen viele Unregelmäßigkeiten aufwies, dass eine weitere Amtsführung nicht mehr in Frage kam. Vermutlich aus Imagegründen wird diese Episode in Raiffeisens Leben in vielen offiziellen Darstellungen nicht erwähnt. Vielmehr spricht man von einer Erkrankung des Vaters, die Veranlassung war, den Posten des Bürgermeisters aufzugeben. Danach wird der Vater nicht mehr erwähnt. Er stirbt 67-jährig 1849. Selbst Raiffeisen äußerte sich zu keiner Zeit über diesen Vorfall und erwähnt Zeit seines Lebens den Vater nie. Das Ansehen der Familie war dahin. Umso bemerkenswerter ist die Reaktion der Mutter, die jetzt die Geschicke der Familie lenkt. Die von ihr vorgelebte Sparsamkeit, gepaart mit Fleiß, prägten ihn für sein späteres Leben. Trotzdem waren finanzielle Nöte ständige Begleiter der vielköpfigen Familie. Vermutlich aus diesem Grund übernahm Raiffeisen auch die Frömmigkeit seiner Mutter und verstärkte sie im weiteren Verlauf seines Lebens. Als Raiffeisen zur Schule ging, wahrscheinlich mit 5 Jahren, kam zur damaligen Zeit ein Lehrer auf 70 Schülerinnen und Schüler, meistens aufgeteilt, dem Alter entsprechend, in 2 Klassen. Unterrichtet wurde jedoch in einem Raum. Allgemein war damals eine Schulpflicht von 8 Jahren vorgesehen, die auch wohl Raiffeisen absolvierte. Nach Abschluss der Schule, Raiffeisen muss da 13 bis 14 Jahre alt gewesen sein, unterrichtete ihn sein Patenonkel Seipel, der auch Pfarrer im Ort war, für weitere 3 Jahre in Geschichte, Mathematik und neueren Sprachen. Wohl auch, um Raiffeisen auf eine Beamtenlaufbahn vorzubereiten. In späteren Jahren soll Raiffeisen über diesen Zeitabschnitt einmal gesagt haben, dass ihm Pfarrer Seipel den Katechismus auch mit dem unteren Ende des Glockenseils beigebracht habe. Aus der Beamtenlaufbahn wird nichts. Raiffeisen tritt, 17-jährig, seinen Militärdienst an, freiwillig, wie Chronisten vermelden. Jedoch, so ganz freiwillig wird es nicht gewesen sein, war doch Raiffeisen Zeit seines Lebens, heute würde man sagen, ein Pazifist. Vielmehr war es die sprichwörtliche Not, die Raiffeisen zwang, dem Militär beizutreten, auch um seine Mutter und Geschwister finanziell zu unterstützen. 3 Jahre war er in Köln bei der 7. Artilleriebrigade stationiert. Obwohl dem Militärdienst nicht zugeneigt, brachte er es in dieser Zeit zum Unteroffizier. Seine Vorgesetzten kommandierten ihn danach zur Inspektionsschule nach Koblenz ab, was durchaus für ihn als Auszeichnung zu verstehen war. Hier an der Inspektionsschule des preußischen Militärs eignete sich Raiffeisen unter anderem ein technisches Wissen an, das ihm Jahre später als Bürgermeister bei diversen Bauvorhaben von Nutzen ist. Zunächst jedoch im Frühjahr 1840 legte er vor der dortigen Prüfungskommission seine Befähigung zum Oberfeuerwerker ab. Ein weiterer beruflicher Aufstieg nach bestandener Prüfung ist die Versetzung an die staatliche Eisengießerei in Sayn in der Nähe von Wendorf. Heute ein unter Denkmalschutz stehender, restaurierter, ehemaliger Industriekomplex. In der Mitte des 19. Jahrhunderts war sie eine der größten Eisengießereien in Preußen und lieferte Rohre, Schienen, Kanonen und Munition an die Koblenzer Festungen,
die zu dieser Zeit modernisiert und ausgebaut wurden. Raiffeisen, 22 Jahre alt, war für die Kontrolle und Abnahme der produzierten Munition verantwortlich. Ein beachtlicher Aufstieg für ihn. Hier zeigte sich auch der beharrliche Wille und das Durchsetzungsvermögen des Raiffeisens, das ihm später noch zugutekommen sollte. Ab diesem Zeitpunkt machte sich jedoch eine Augenkrankheit bemerkbar, die sich derart verschlimmerte, dass er 3 Jahre später seinen Militärdienst aufgeben musste. Eine vielversprechende Karriere wurde so abrupt beendet. Wie aber weiter? Hofrat Lanzendörfer, ein Freund des Pfarrers Seipel aus Hamm, brachte ihn, Raiffeisen, in der zivilen preußischen Verwaltung unter, wo ihm eine Weiterbildung als Verwaltungsbeamter ermöglicht wurde. Auch hier zeigte Raiffeisen seine enorme Willensstärke und Lernfähigkeit und wurde bereits nach wenigen Monaten aufgrund seiner hervorragenden Leistungen im Herbst 1843 zum kommissarischen Kreissekretär für den Bereich Mayen ernannt. Er muss die ihm aufgetragenen Arbeiten so gut und zu der vollsten Zufriedenheit seiner Vorgesetzten bewerkstelligt haben, dass sie ihn bereits 2 Jahre später, 1845, gerade mal 27 Jahre alt, als Bürgermeister für die Gemarkung Weierbusch im Westerwald einsetzten. Im heutigen Sprachgebrauch würde man sagen, seine eigentliche Karriere begann erst hier. Jedoch, sie begann nicht sofort. Seine Bürgermeisterei, dies entspricht heute einer Verbandsgemeindeverwaltung, umfasste insgesamt 25 Gemeinden mit zusammen ca. 2600 Einwohnern. Weierbusch selbst hatte zu der damaligen Zeit etwa 230 Einwohner. Um alle Orte zu inspizieren und die Einwohner kennenzulernen, brauchte es Wochen, ja Monate. Autos und heutige Straßenverbindung gab es noch nicht. Also war man zu Pferd oder per Kutsche auf überwiegend unbefestigten Wegen unterwegs. Ein mühsames Unterfangen. Doch auch hier setzte sich seine Willensstärke und Zielstrebigkeit durch und Raiffeisen verschaffte sich auf diese Art und Weise nicht nur einen gründlichen Überblick, sondern auch einen genauen Einblick in die Lebensweise seiner Mitbürger. Im Laufe seiner Amtszeit setzte er sich für den Bau einer Schule und einer für die Region wichtigen Straße ein. Heute bekannt unter dem Namen Historische Raiffeisenstraße. Auch hier, in dem kleinen Flecken Weierbusch, erfüllte er die in ihn gesetzten Erwartungen so gut, dass seine Vorgesetzten ihn für die Übernahme größerer Bürgermeistereien vorsahen. Im Frühjahr 1849 war es soweit. Raiffeisen wurde zum Bürgermeister in dem mehr als 30 Orte umfassenden Bezirk Flammersfeld ernannt. Drei weitere Jahre später wurde er in die noch größere und bedeutendere Gemeinde Heddesdorf, heute ein Stadtteil von Neuwied, zum Bürgermeister berufen. Mit Fleiß und Willenskraft, die seine Mutter ihm vorgelebt hatte, hatte er es vom mittellosen Volksschüler zum Amtsbürgermeister einer mehr als 8000 Einwohner und 14 Gemeinden umfassenden Amtes gebracht. Raiffeisen war 34 Jahre alt.